Outdoor-Sachen, zum Beispiel wir gehen oft zur Streifstiese. Dafür brauchen wir Fahrräder, weil es 6 Kilometer von unserer Schule entfernt ist. Und manche Fahrräder sind entweder zu klein oder kaputt, so wie das mein Mitschüler schon gesagt hat. Und nun wollen wir sie um eine Spende bitten für die Fahrräder, dass wir uns neue Fahrräder leisten können, wo auch viel neuer sind und auch bessere Bremsen und auch Klingeln haben und dass wir einfach verkehrssicherer fahren können. Gucken Sie zum Beispiel mal dieses Fahrrad an. Das ist mindestens schon 20 Jahre alt und gucken Sie, es hat keine Gangschaltung. Und wie sollen wir da den Hellershof oder einen Buckel raufkommen? Das ist unmöglich, weil er ziemlich steil ist. Dieses alte Fahrrad an. Die Gangschaltung funktioniert nicht mehr. Der Sitz ist ganz kaputt. Es ist mindestens 20 Jahre alt. Hier fängt schon der Reifen an zu faulen. Das ist zwar ein Fahrrad, wo man auf keinen Fall so einen steilen Berg auf dem Herzhof in der Buckel hochkommt. Und wir danken ja auch den anderen, dass die uns so viele Fahrräder geschenkt haben. Aber es wäre trotzdem schön, wenn wir neue Fahrräder hatten, dass wir besser auf dem Buckel hochfahren können. Mein Fahrrad ist zu klein, hat eine verrostete Kette und ich fahre meistens immer hinten dran. So, wie ist es bei dir eigentlich ohne Lenkergriffe zu fahren? Also bei mir sind meine Hände immer eiskalt, wenn ich bei der Streuobstwiese ankomme oder in der Schule. Okay, aber die sind ja auch schon ein bisschen verrostet, oder? Ja. Genau, das ist auch nicht so appetitlich, oder? Ja. Genau. Mein Fahrrad ist mir zu groß. Mein Gang geht nicht mehr. Der schaltet nur bis dahin und in den kleinsten Gang geht nicht. Mein Licht geht nicht mehr, ist kaputt und meine Bremsen nicht mehr. Wir machen jetzt einen Test. Wenn meine Mitschülerin von da hinten mit Schwung fährt und ab hier bremst. So, das sind jetzt ungefähr 2 bis 3 Meter in einer schwierigen Situation oder in einer kritischen, gefährlichen Situation bringt diese Bremse nichts mehr. Also, genau. Dieses Fahrrad ist winzig und mit dem kommt man auch kaum den Buckel hoch. Hier ist auf 3. Gang und den kann man einfach nicht zurückstellen. Die Bremsen funktionieren auch nicht sehr gut und es ist einfach viel zu klein. Mit dem kann man gar nicht fahren. Und hier, das ist alles schon ganz ab. Mit dem schlittert man ab. Sehr schlechtes Profil. Ja. Das ist also eine der besten Fahrräder. Und so, ich hatte immer so ein Glück. Ich hatte jetzt so ein Glück, dass ich dieses Fahrrad erwischt habe, weil wir losen das immer aus. Und heute habe ich das erwischt. Und wir lernen lieber draußen, weil wir wollen nicht alles aus unseren Büchern lernen, sondern wir wollen die Natur mit unseren eigenen Augen und Ohren selber erfahren und quasi theoretisch lernen, nicht praktisch, nicht theoretisch. Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen.